Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute wollte ich mal eine kleine Roomtour machen, deswegen nicht wundern, das ist ein Mikrofon. Das benutze ich auch für meine Motovlogs. Ich nehme gerade mit der GoPro auf, weil ich hoffe, der hat ein bisschen eine bessere Qualität als mein Drecks-Handy. Und ich denke mal, ich führe euch einmal rum und dann, ich weiß nicht, was ich viel mehr dazu labern soll, aber ich denke mal, das seht ihr dann gleich. So, ich bin außerhalb von meinem Zimmer, falls man das erkennen kann. Das hier ist meine Zimmertür. Wir gehen ganz gechillt einmal hier rein. Dann haben wir schon mal einen kleinen Überblick über das Ganze. Mache ich hinter mir die Tür natürlich wieder zu. Wir beginnen einfach mal hier links bei der Ecke. Hier am Boden sollte man erkennen, das hier, Freunde, das ist mein alter PC. Genauso hat das Rotzding ausgesehen. Das brauche ich jetzt aber nicht mehr, deswegen kann es eigentlich auch bald mal ein bisschen aufgeräumt werden. Hier seht ihr ganz gechillt meine Zockerecke. Werde ich gleich noch zukommen, wenn wir uns einmal direkt umdrehen. Ist hier, Alter, falls man das erkennen kann, das ist, glaube ich, übelst dunkel, ne? Ich kann es ja mal einmal anmachen. Alter, ist das hell. Das hier, Freunde, das ist meine kleine Studiolampe, sage ich mal. Die baller ich dann einfach irgendwie so hier hin, so, ne? Ungefähr so. Dann habe ich hier auch die tolle Beleuchtung für ein Video oder ein Stream und so weiter, ne? Ganz gechillt, war auch ziemlich günstig, deswegen ich bin ziemlich zufrieden mit der Lampe. Danach sehen wir einmal hier direkt neben mir meinen tollen Schrank. Da oben stehen Energies, weil Energy ist absolut lecker, Freunde. Ja, ist halt ein, naja, schön ist er nicht, ist ja egal. Ist zweckmäßig, funktioniert auf jeden Fall. Dann gehen wir hier direkt einmal weiter. Da habe ich so einen Kleiderständer. Man ballert das Zeug halt einfach da drauf. Ihr kennt einen Kleiderständer, Freunde, nehme ich an. Daneben habe ich meinen tollen Fernseher, wo ich hier natürlich vom Bett aus direkt auch irgendwie YouTube oder sowas schauen kann. Das ist ganz gechillt. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Daneben sieht man auch einen kleinen Kühlschrank, ist im Sommer ganz gechillt, wenn man halt kühle Getränke haben möchte. Ist natürlich so eine kleine Minibar im Zimmer nicht verkehrt. Hier habe ich ein tolles Fenster. Ich habe jetzt gerade extra Rollladen runter gemacht, weil ganz ehrlich, ihr müsst ja nicht direkt wissen, wo ich wohne. Darüber sieht man auch, Freunde, ich mag anscheinend Energies. Danach, Freunde, ich kann euch das einmal so zeigen. Das hier, Freunde, das ist mein Bett. Es ist absolut gechillt. Hier noch mit dieser tollen Stoffmatte da, damit man sich auf den Kopf nicht anstößt. Er ist absolut gechillt. Hier, ja, liege ich dann immer. Hier habe ich meinen tollen Laptop am Start, mit dem ich halt die letzten Wochen auch leider zocken musste. Ist nicht ganz so geil. Habe ich ein Kabel unterm Bett durchgezogen, direkt da zum Fernseher. Da kann ich da auch ganz gechillt hier vom Bett aus bisschen YouTube oder Serien schauen oder sowas. Ist natürlich ganz praktisch. Danach würde ich sagen, gehen wir auch schon zur Zockerecke, so das Hauptding von meinem Zimmer. So, ihr seht es, Freunde. Das hier ist mein toller Stuhl. Der ist leider ein bisschen kaputt, war aber auch umsonst. Also von daher kann man nicht meckern. Ihr seht meinen ganz, ganz tollen neuen PC. Bin ich immer noch sehr zufrieden mit. Er ist natürlich noch nicht komplett eingerichtet, aber das kommt auf jeden Fall noch. Dann sehen wir hier, ich hoffe, das ist jetzt alles drauf. Ich sehe gerade das Bild nicht von der GoPro. Meine drei Bildschirme mit dem Studiolicht jetzt auch zusammen. Gaming-Equipment habe ich nicht, Freunde. Ich habe immer noch meine tolle Büromaus, meine tolle Rotztastatur. Bin ich aber auch zufrieden mit, muss ich sagen. Habe ich kein Problem. Mein tolles Rode Podcaster, das ist absolut sick, Mann. Bin ich absolut zufrieden. Ja, da unter dem PC ist halt noch irgendwelche Rotze verstaut, also I don't know. Aber man ballert halt irgendwelche Dinge da rein. Hier haben wir so zwei Regale. Auf dem einen habe ich gestern jetzt mein PC-Verpackungszeug da raufgeballert. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung so. Und hier habe ich ein paar Feuerzeuge, ein paar Zauberwürfel, I don't know. Ist halt so ein Ding, dass man halt Dinge raufstellt, ja. Was will man großartig dazu sagen? I don't know, mein Zimmer ist ziemlich klein, leider. Aber was willst du dagegen machen? Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Was ich euch noch zeigen möchte, ist einmal Kabelmanagement, Freunde. Kabelmanagement ist für mich was ziemlich Wichtiges. Ich baller einmal die Lampe hier wieder weg. Und wenn ich mich jetzt einmal hier runtersetze, Freunde, gönnt euch mein Kabelmanagement. Das ist doch einfach nur sick, oder? Kein Kabel, was hier dumm rumhängt oder so. Das ist alles mehr oder weniger festgemacht. Dann geht hier einmal natürlich noch aufgerollt, weil es zu lang war. Dann geht das Ganze einmal hier in einem Strang schön nach hinten und dann auch direkt zum PC. Ich finde, es ist einfach ein bisschen smoother, wenn man alles so ein bisschen geordnet hat. Das mag ich einmal eigentlich. Und so, ich habe mich nochmal einmal kurz hingesetzt, Freunde. Ich denke, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche diese zu beantworten. Ja, heute soll ich noch auf jeden Fall noch ein CSGO-Video machen. Also bin ich dran. Die CSGO Nate Compilation. Wird hoffentlich die Tage kommen. Habe ich absolut Bock drauf. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch gerne ein Like da.
Schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns morgen wieder. Daily Videos, Daily Streams. Macht's gut, haut rein, meine Freunde, und ciao.